Dr. Beck, künstliche Intelligenz wird, wie viele technische Innovationen zunächst in der deutschen Gesellschaft, mit einer gewissen Skepsis betrachtet. Warum ist das Ihrer Meinung nach so und wie kann man dem entgegenwirken? Ich denke, es sind zwei Gründe, weshalb KI nicht so angenommen wird, wie das eigentlich technisch notwendig wäre. Das eine ist, man versteht nicht genau die Hintergründe, was künstliche Intelligenz wirklich ist. Also viele technische Fortschritte in diesem Bereich bleiben auch der Öffentlichkeit jetzt von den Ursachen, von den Zusammenhängen im Hintergrund verborgen. Und das Zweite ist auch, man sieht nicht genau die Anwendungsfelder. Also man hört häufig, es wird für irgendwas eingesetzt, aber es ist häufig unterhalb der Oberfläche. Das, womit die Nutzer interagieren, ist selten das, was sie mit künstlicher Intelligenz in Verbindung setzen würden. Und all das, was Leute nicht kennen, all das, was so ein bisschen unsichtbar ist, ist auch ein bisschen unkontrollierbar. Und es gibt nichts Schrecklicheres für die menschliche Psyche als Kontrollverlust. Und deswegen sträubt man sich immer erstmal dagegen. Gibt es etwas, was unser Gehirn kann und das KI nie ersetzen wird? Und umgekehrt, gibt es auch Dinge, die wir mit KI umsetzen können, bei denen unser Gehirn an Grenzen stößt? Also künstliche Intelligenz ist immer dann im Vorteil, wenn es darum geht, Muster zu erkennen und große Datenmengen auszuwerten und vor allem in sehr kurzer Zeit. Das menschliche Gehirn hat einige andere Tricks auf Lager. Zum einen arbeitet es sehr viel energiesparender. Also das ist ein großer Vorteil, wenn wir den Klimawandel bekämpfen wollen. Gehirne sind energetisch sehr stark optimiert. Und zum anderen, menschliches Denken ist mehr als nur intelligent. Also menschliches Denken ist auch empathisch, es ist auch kreativ. Es bricht Regeln, statt Regeln immer nur zu optimieren. Und künstliche Intelligenz kann immer dann eingesetzt werden, wenn das Umfeld klar messbar ist und wir auch einen messbaren Output erzielen. Aber in vielen Bereichen in unserem Leben ist das nicht der Fall. Also in vielen Bereichen haben wir nichts Messbares. Und das ist die Welt, wo das menschliche Denken beginnt und KI beispielsweise endet. Also nur ein Beispiel, ob man heiraten soll oder nicht. Ja, das ist ein nicht optimierbares Problem. Es gibt keine Kennzahl für eine gute Heirat. Und deswegen werden nur Menschen heiraten und nicht unbedingt KI. Wahrscheinlich. Unter diesen Voraussetzungen, wo liegen Ihrer Meinung nach die besten Einsatzmöglichkeiten für KI? Und wo sollten wir KI besser nicht einsetzen? Also ich bin sehr skeptisch oder sagen wir mal sehr besorgt, wenn es darum geht, im militärischen Bereich künstliche Intelligenz einzusetzen, weil man viele Systeme, selbstlernende Systeme auch ja so optimiert, dass sie sich irgendwann einer menschlichen Kontrolle entziehen können. Man erschafft in vielen Bereichen ja Blackboxen, die sich so verhalten, wie ich das gar nicht mehr logisch nachvollziehen kann. Und dann beginnt so ein Bereich, wo ich ein bisschen kritisch würde. Alle anderen Bereiche, wo ich klare, messbare Größen habe. Also wenn jetzt, keine Ahnung, der Deutschland-Takt eingeführt werden soll von der Deutschen Bahn, das ist ein klassisches Machine-Learning-Problem. Wenn es darum geht, Energieströme zu optimieren, wenn es darum geht, Verkehrsströme zu optimieren, all diese nicht-linearen Systeme, die große Daten erzeugen, da muss ich KI einsetzen, um Zugriff auf Muster, auf Lösungen zu erhalten, die ich so gar nicht habe. Aber es wird immer dann kritisch, wenn ich diese KI einem menschlichen Zugriff irgendwann entziehe. Dann beginnt so ein Graubereich, wo ich skeptisch wäre. Auf Ihrer Webseite schreiben Sie: Vom Gehirn lernen heißt besser denken lernen. Sie werden sicher gleich in Ihrem Vortrag darüber erzählen, aber können Sie auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen etwas mitgeben, das Sie über die Funktionsweise des Gehirns wissen sollten, um in Zukunft auch besser denken zu können? Also das Wichtigste, was ein Gehirn macht, ist Regeln nicht nur zu optimieren, das macht es auch. Das ist der Begriff Intelligenz. Das bedeutet, ein cleveres, ein intelligentes Gehirn denkt ressourcenoptimierter als ein dummes Gehirn, weil es für die gleiche Aufgabe weniger Energie benötigt. Aber menschliches Denken ist, wie gesagt, mehr als nur intelligent. Ganz wichtig ist, Dinge zu hinterfragen. Die Frage zu stellen, was wäre wenn, ist die wichtigste Frage, die Menschen stellen können. Wozu oder warum mache ich etwas? Ursachen und Wirkungen zu erkennen, kann im Moment keine künstliche Intelligenz und kein selbstlernendes System. Und ganz wichtig, Menschen sind immer dann stark und gut, wenn sie mit anderen in einem Umfeld zusammenarbeiten, was unsicher ist. Also man wird deswegen noch Astronauten auf den Mars schicken, weil es ein unvorhergesehenes Ereignis ist. Es kann alles Mögliche passieren. So wie jetzt auch. In einer Corona-Pandemie haben wir keine Datensätze, die wir auswerten können auf die Schnelle. Wir müssen Entscheidungen treffen, um später dafür gerade zu stehen. Und das ist menschliches Denken, die Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen, Entscheidungen in einem unsicheren Umfeld zusammen mit anderen zu treffen und immer zu fragen, was wäre, wenn, Hypothesen aufzustellen und diese Fantasie, dieses proaktive Denken nach vorne zu zeigen. Warum oder wofür mache ich etwas überhaupt? Und diese Frage ist eigentlich die wichtigste Frage, die im menschlichen Leben eine Rolle spielt. Dr. Beck, vielen Dank für das Interview. Sehr gern.